So ein 2:9, wie es der HSV erlebt hat, ist eine äußerst schmerzhafte Erfahrung. Und sie bedeutet mehr als der bloße Punktverlust und die Blamage. Eine Niederlage in dieser Größenordnung legt auch das Innenleben einer Mannschaft frei. Wie sie tickt, wie sie sich sieht, wer Verantwortung übernimmt oder eben nicht. Ich glaube, dass jeder das machen muss, oder auch gerade von den Älteren, oder was heißt Alter, aber von den Spielern, die schon sehr erfahren sind und ein bisschen was auf dem Buckel haben, dass die natürlich immer vorne weg marschieren. Ne? Dazu gehören natürlich auch die sogenannten Führungsspieler. Andererseits muss man auch vom Typ her so sein, aber auch nicht nur in der Situation, wenn es nicht so läuft, sondern immer. Führungsspieler, Leitwölfe, jede Mannschaft braucht sie. Nicht um sich hinter ihnen zu verstecken, vielmehr um aufzuschauen, sich leiten und mitreißen zu lassen. Die Verantwortung für die eigene Leistung trägt jeder Spieler selbst. Letzten Endes musste mir auch mit 19 oder 20 bei Gladbach keiner erklären, dass ich doch heiß bin und als junger Spieler auch die Fresse halte und einfach mal Gas gebe. Das musste mir keiner erklären. Also dafür brauchte ich keine Führungsspieler, weil ich mit 20 selber Nationalspieler geworden bin. Also es ist auch ein bisschen charakterbedingt und das muss auch jeder selber wissen. Und wir können auch nicht immer, die Älteren können auch nicht immer den anderen den Arsch pudern oder den Arsch treten, sondern das muss auch von denen selber kommen. Beim HSV gibt es keine Ausreden mehr für keinen, der am vergangenen Wochenende in München auf dem Platz stand und für den Rest auch nicht. Marcel Janssen selbst hat gar nicht mitgespielt und alle anderen Führungsspieler sind bei der bittersten Pleite der Vereinsgeschichte abgetaucht. Wir haben alle einen dicken Hals gehabt und ich glaube auch die Fans, für die Spieler, das ist auch eine große Blamage. Das tut auch weh, auch wenn man sich denkt und sagt, habt ihr es denn am Platz nicht gemacht, aber das tut schon sehr weh. Und das Beste ist, weil auch viel der Kopf ja eine Rolle spielt, dass man das versucht positiv zu nehmen und dann, wie wir es jetzt in der Woche gemacht haben, obwohl es auch keine Garantie ist für Samstag, aber das so umzusetzen, dass es eher einen Push gibt, als dass es hemmt. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn die Demütigung in München die Hamburger weiterhemmt. Deswegen will sich der HSV gegen Freiburg unbedingt rehabilitieren.